Atari. Entwickelt von CD Projekt Red. Gut und powered by BioWare. Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Strinke. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu The Witcher 1. Ja, was wir gerade gesehen haben, war eine Szene aus Der letzte Wunsch. Und zwar die Anfangsszene, mehr oder weniger. Ja gut, nicht die Anfangsszene. Die Anfangsszene ist, wo Geralt nach Temerien, also Quatsch, er ist schon Temerien, in Temerien, fing ich gut an. Und geht nach Vysima, weil der König Foltest einen Aussagen gemacht hat, dass jemand doch bitte ein Monster entzaubern sollen, nicht töten. Ja, nicht töten. Und man kriegt dafür 1000 Orens. Ist ja klar, dass Geralt als Hexer versucht, diesen Auftrag zu lösen. Dann ist er, wie gesagt, in Vysima. Und die erste Szene ist, dass Geralt in eine relativ zwielichtige Spelunke geht. Dort wird er erstmal angepöbelt, weil ein paar Leute mit seinem Akzent nicht zufrieden sind. Die bringt er dann um. Dann kommen die Wachen, die bezaubert er mit Axi, damit sie ihn zum König führen. Dann kommt er ins Gespräch mit einem Ministerialen, da geht es halt um den Auftrag, etc. etc. Später findet Geralt dann raus, dass der Verantwortliche für den Fluch, der auf einer Strähe liegt, das ist Monster, ist jemand namens Ostrid, das ist ein Minister des Königs. Und die Strähe, das Monster, ist die Tochter von König Foltest. Und der Schwester von König Foltest. Der Königin in dem Fall. Und Ostrid war in die Königin verliebt und war deswegen sau eifersüchtig, weil sie es mit ihrem Bruder getrieben hat. Gut. Naja. Jedenfalls, bei der Geburt starb die Königin und noch eine Hebamme, weil sie sich aus dem Fenster gestürzt hat. Und eine andere Hebamme wurde wahnsinnig. Am Anfang war es noch ein ganz normales Baby. Das ist aber auch gestorben bei der Geburt. Foltest hat dann seine Schwester und sein Kind in der Gruft begraben lassen, die haben wir ja gesehen. Nach einer Zeit war das Baby dann aber kein Baby mehr, sondern eine Strick. Und hat dann im Schloss sein Unwesen getrieben und ein paar Leute aufgefressen. Hat sie erstmal nicht so sehr gestört, die Leute. Die sind aus dem Schloss ausgezogen, die Leute in der Umgebung sind auch weggezogen. Foltest hat ein anderes Schloss bauen lassen. Hier und da haben sie der Strick ein paar Verbrecher vorgeworfen. Aber Foltest wollte natürlich die Strähe zurückhaben oder töten lassen. Und wie es ist mit einer hohen Belohnung, sind am Anfang total viele Scharlatan und auch normale und gute Leute hergekommen. Die meisten haben gesagt, das geht nicht, man kann sie nicht entzaubern, man kann sie nur töten und sollte sie auch nur töten. Einer hat aber gesagt, dass man sie durchaus entzaubern könnte, wenn man bloß eine Nacht lang mit ihr in der Gruft verbringt oder in der Nähe der Strecke verbringt und sie es schafft, sie aus der Gruft fernzuhalten und aus dem Sarg.
Dann wäre sie ihm entzaubert. Er hat es versucht, ist dabei aber draufgegangen. Ja, und Geralt hat es dann versucht, hat es dann auch geschafft. Hat aber, wie gesagt, eine schwere Wunde am Hals davon getragen, von den Nägeln. Musste dann zur Heilung nach zu Nenneke, nach Elanda, in den Tempel. Und da, mehr oder weniger, erfährt man alles in Form von Rückblicken. Jetzt sollte ich mal aufhören zu labern. Ihr könnt einfach die Bücher lesen oder einfach das Zeug überspringen, wenn es euch nicht interessiert. So, wie gesagt, ich spiele auf Mittel. Deswegen bin ich ja die ganze Zeit hier. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Das meiste steht sowieso in der Videobeschreibung oder Playlist-Beschreibung. Ist Payush. Fangen wir einfach schon mal an. Vielleicht fällt mir noch was ein. Was fällt mir denn nochmal ein? Oh, you must forget. Ah, genau, jetzt weiß ich noch, was ich sagen wollte. Die vier Kratzer, die gezeigt wurden. Jetzt muss ich gleich viel leiser sein. Heißt es dann, es gibt vier Witcher-Teile? Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kaedwen. Das Jahr 1270. Fünf Jahre nach dem großen Krieg. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Stimmt ja auch mehr oder weniger. In Spielen sind die Leute immer so unfassbar höflich. Ich meine, you im Englischen heißt ja du oder sie oder ihr. Also informell und formelle Form. Im Deutschen wäre es einfach sie. Ich erinnere mich an nichts. Sie können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Nehmen Sie immer die formelle Form. Gut, nicht immer, aber nicht oft. Ich meine auch hier Lambert, ist der da ganz rechts herläuft. Und Wesemir links, die kennen ja Geralt. Seit Ewigkeiten, die sind ja befreundet. Also, naja. Jetzt muss man höflich sein, Geralt hat das Gedächtnis verloren. Und jetzt sind wir in Kaer Morhen. Der Festung am Meer. Auf Elfisch heißt Kaer Morhen die Festung am Meer, hab ich jetzt gedacht. Das ist nur gut, ja. Der Mitwirk ist eine interessante Außenausstattung. Die Knochen und Schädel all jener, die versucht haben, gegen die Burg anzurennen. Weil die Zauberer, da sieht man schon Schädel, haben mal einen großen Pöbel gegen die Hexe aufgehetzt. Und nicht nur in Kaer Morhen, sondern gegen alle Hexe schon. Und haben sie als Mutanten etc. verschrien, der Pöbel ist dran gestürmt, der ist ein paar davon getötet worden, aber großteils umgenetzelt und geschnitzelt. Wir sind da. Leo, holt Triss. Die Pogrome überlebt, die sich eben versteckt haben oder nicht in den Festungen waren. Triss ist übrigens die einzige Freundin und Geliebte. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Ja, als ob ihr die so einfach umbringen könnt. Und da ihr das nicht könnt, haben die Hexer wahrscheinlich noch ziemlich lange Zeit, weil durch die Mutationen wurde ja auch der Alterungsprozess verlangsamt.
Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer. Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ha! Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen! Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir! Vesemir, wir haben Gesellschaft! Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Natürlich. Tja, jetzt schauen die alt aus. Und schauen aus, als wären es ein bisschen weniger. Jetzt nehmen wir noch ein echtes Schwert und messen sie ab. ja. Das hat doch schon los. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Okay. Genau. Haben wir was? Ich liebe die Alt-Taste übrigens. Entschuldigung. Ja, das wäre Aviat. Gut, wir können so noch ein bisschen Zeit lassen. Naja, wir sind mir hat er nicht geschubst. Warum gehen denn so langsam? Hallo, wir haben nicht so viel Zeit. Ich dachte, hier sind Banditen und so weiter. Hallo. Okay. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Naja, sie haben ein Riesenviech dabei. Verdammt! Was ist das? Ein Furchtbringer. Eine grauenhafte Bestie. Danke, das sehe ich auch. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Hat er sich deswegen Flammen gewälzt und hat Verbrennung im 3. Grades? Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr! Sie dringen in den oberen Innenhof ein!
Der mit der Brille ist der Professor. Ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Der Professor? Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. Hat denn Geralt nicht schon mal gehört? Der Professor wird in Redanien, Temerien und Catwin gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savola unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Jetzt viel Glück, Wolf. Gut, ich dachte, ein Mädchen hat... Ich bewege mich alleine jetzt. Jetzt kann ich das machen. Hey, ja, danke, jetzt mache ich das schon mal Zeit. Verdammt, doch. Ich dachte, so eine Brille mit blauen Gläsern, glaube ich, ist nicht bestimmt. Und mit dem Namen Professor, die hat Geralt doch eigentlich schon mal getötet, dachte ich. Zusammen mit ein paar anderen Auftragswörtern, die hinter Yennefer und Ciri waren. Das darf ich eigentlich nicht erzählen, Kerl. Ich lasse euch fliegen! Das war ein Fake, wie das. Das war auch ein Fake. Hey, hey, ist ja noch nicht durch. Für uns. So. Erst kämpfen, dann besser. Legt euch auf die Hand und ihr sterbt. Das ist mein Stern. Ihr werdet den Tag verfluchen, an den ihr geboren wurdet. Ach, halt. Hier. Zack. Ah, yes. Mauer. Na, technisch gesehen ist es auch eine Mauer lang. Ich geh mal auf die Mauer. Ich habe gesagt, das ist eine Ruine.
Hier geht's nicht weiter. Bitte? Mir nach. Zurück zu Savolla. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, die Ruine aus dem kann man es ja sehen. Ja, es hat etwas verfallen. Was war das? Oh, Glocke. Cool. Hey. Was kann diese Glocke hier betätigen? Okay. Legt euch mit mir an, dass ihr sterbt. Ah. Jetzt geht die Glocke. Okay. Gut. Kann ich mit dir anstellen? Nix. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze... Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder... Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savolla etwas Neues einfällt. Gut, wenn Triss springen kann, kann er wahrscheinlich auch springen. Triss? Worauf sollte ich bei dem Magier gefasst sein? Schwer zu sagen. Ich kenne weder ihn noch seine Fähigkeiten. Und mir gefällt das hier überhaupt nicht. Was meint ihr? Jemand mit Macht, gut verborgen, hat Savolla geholfen. Anderenfalls hätte ich seine Verteidigung im unteren Innenhof durchbrochen. Könnte es der Magier sein, den wir gesehen haben?
Unwahrscheinlich. Geralt, bitte fordert ihn nicht heraus. Also wahrscheinlich. Wir werden sehen. Entschuldigung. Quatschen wir doch erstmal. Glüssein, trinken wir später. Hey. Let's go. Hütet euch vor dem Professor. Er soll ein Profi sein und 17 Leben ausgelöscht haben. Na, hat Geralt ein bisschen mehr gekappelt. Verzeiht, ich weiß, ihr habt bereits gegen Banditen und Magier gekämpft. Denkt an eure Tränke. Wenn ihr das schnell genug erledigt, seid ihr vielleicht noch rechtzeitig für den Furchtbringer zurück. Kein Problem. Wie hat Wesemir das mit mir und den Magiern gemeint? Das habe ich mir auch schon gefragt. Ihr habt schon etliche getötet. Bei Zauberinnen sieht die Sache ja, anders genau. aus. Ihr habt eine Schwäche für sie, die auf Gegenseitigkeit beruht. Merigold weinte, als sie uns von eurem Verschwinden erzählte. Sie ist eigentlich nicht übel, aber manchmal einfach schlauer, als gut für sie ist. Wir reden, wenn sich die Lage beruhigt hat. Trinkt euren Donnertrank und erforscht den Burgfried. Das hab ich schon gedacht. Ihr könnt euch ja mit Magiern aus, naja, eher mit so. Etliche von ihnen hat er nicht getötet. Also ich erinnere mich an Wilgefurz, ein Urbösewicht aus den Büchern. Und sonst noch ein Magier? Nur eigentlich nicht. Ja, wohl nicht ganz. Ich glaube noch einen, der mit Wilgefurz im Bund war. Und so viel sie hier abgesehen hat. Aber ich glaube, das war's. Wahrscheinlich fällt mir noch was ein. Also. Was bewirken diese Tränke? Donner ist ein Kampftrank. Euer Körper spannt sich an, Adrenalin wird freigesetzt. Gibt es Nebenwirkungen? Die Verteidigung leidet. Und man bekommt einen Kater. Schwalbe ist ein Heiltrank. Danke. Triss, kümmert euch bitte um den Magier. Mein Medaillon rastet aus. Ich halte Savola auf. Die Gottesanbeterin ist eure Sache. Wir kümmern uns darum. Habt ihr eine Ahnung, wer der zweite Magier ist? Savola wollte telepathisch mit ihm Verbindung aufnehmen, aber ich habe ihn abgeblockt. Hat er Hilfe angefordert? Das weiß ich nicht. Ich konnte ihn blockieren, obwohl er die Verbindung abschirmen wollte. Das war nicht einfach. Der andere Magier. Vielleicht ist er der Anführer. Triss, kümmert euch bitte um den Magier. Ja, okay. Mein Medaillon rastet aus. Ich halte Savola auf. Ja, die schon gehört. Leo. Fertig, Geralt? Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. Geralt. Was? Achso. Da drin sind Banditen. Trink den Don. Ja, ja. Ich wäre eher dafür, die Verteidigung nicht schleifen zu lassen. Und was sonst? Ah, das sind das eigentlich Feuerstein. So. Zum Feuer machen wahrscheinlich. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Was für Lambert schon, Lo? Was gibt's denn drin? Nix. Ohne Möglichkeit. Wollen noch irgendwas sagen? Was soll ich denn sagen? Ui, nee, keine Ahnung. Ich wollte sagen, das Gebet und zip fix. Mach's mal ein bisschen leiser. Sandoptionen. Sandoptionen.
Habt ihr was für mich? Nee. Unhöflich. Oh, Hühnchen. Da muss ich hin. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Gut. Ein Kampf hilft immer mit dem Gedächtnis. Ja, Rittersporn und die Balladen. Rittersporn ist ja eigentlich der beste Freund, fast schon neben den Hexern von Geralt und hat wieder die Balladen über ihn verfasst. Irgendwie war der vorher effektiver. Also, er ist effektiver. Ja. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Je mehr Gegner da sind. Interessant. Und Rittersporn, wie gesagt, ist dichter und Bahner. Und ich glaube noch ein Adeliger. Aber jetzt hängt da. Nee, hängt. Rittersporn eigentlich echt nicht eine große Klappe. Er ist genauso wie Geralt ein Frauenheld. Wobei Geralt eher ein Zauberinnenheld ist. Die Kirche ist natürlich abgeschlossen, wie gemeint. Da geht's vor uns, oder? Gibt's. Mist, ich will nachschauen, was es gibt. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja. Dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savala keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Weiß ich nicht. Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder. Aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Feigling. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Tritonort bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Ich hab's gemerkt. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Eine Kiste mit Steinen. Jetzt gedacht. Und noch mehr Steine. Na super. Die flüstern auch noch. Gibt's da noch eine Kiste? Im Tagkreis. Ich muss nur auf den Stein klicken. Ach, dann lernen doch sein für sie. Noch ein Stein, ein Schleifstein. Ach, klasse. Ja, viel zu viele Steine. Hattet ihr Erfolg? Ja, natürlich. Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Okay. Warte mal, was passiert, wenn ich nochmal? Interessant. Nicht geplant. Ich habe gar nichts mehr gedrückt. Steck das Arm auf den Schiff, der die Treppe versperrt. Edge. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt?
Trish, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Das Mistvieh sollten wir töten. Das Labor ist allerdings wichtiger. Ja, ich meine, wir machen das Ganze ja nur, um die Mutagenen zurückzukriegen und zu überleben. Ich meine, Jäger, glaube ich, werden mit dem Viech fertig. Da liegen ja auch über Glocken und Metallteile und was weiß ich rum. Ich glaube, ich gehe mit Triss. Gut, Furchtbringer wäre natürlich ein bisschen actiongeladen, ne? Denke ich. Aber ja, ich gehe mit Triss. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Oh, sag jetzt bloß nicht, er springt. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Gut, vielleicht. Vorsicht! Okay, ich hab recht. Gut, wir laufen einmal weg. Viel Spaß mit dem Furchtbringer. Die Mutation auch zu Ölen zur Magie. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Ganz ehrlich, wollt ihr mich abhängig und zum Chunky machen? Die ganze Zeit werden mir Tränke angeboten, die ich mal reinpfeifen soll. Das geht ja nicht. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Ach, nur eine Fleischwunde. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savolla sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen! Los jetzt! Das habe ich irgendwie schwer in Erinnerung.
Ja, ich nehme es hier nochmal auf, den Anfang. Weil man ja meine Stimme überhaupt nicht verstanden hat. Oh, cool. Nehmen wir gleich mit. So. Das. Wartet die auf uns oder warum hängt die da rum? Ich dachte, ich wollte die Barriere zerstören. Geschlossen. Oh. Ging wohl schief. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist. Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung! Gut, wir lassen ja einfach da liegen. Auch eine Möglichkeit. Das Labor geht vor. Da sind wir wieder. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Ihr könntet auch eure Schwerter werfen. Aber so ein bisschen unsicher. Gleich teleportiert er sich. 10. Professor, kümmert 10, euch um diese Hexer. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Feigling. Wiffelschwert. Leo, geh ich in die Säule? Nein. Nein. Hier heißt Wiffelschwert. Leo, stopp! Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffards Absud. Haltet durch, Leo. Den haben sie auch mitgenommen. Es war hier. Oh. Ich kann es nicht finden. Vesemir. Leo ist tot. Das ist bitter. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Dann macht man es mal. Ja, eine Stunde reicht, oder? Ich bin so verletzt, sind wir ja nicht. Giftung ist auch weg. Dann schaue ich mich mal um. Und Zutaten für Drogen. Rose und Gräser. Von dem Geruch wird mir schwindelig. Ein paar Foltergeräte. Eins sind drin. Sie mich hier drauf. Ja, das Skelett ist auch noch da. Dann haben wir nicht viel überlebt, die ganzen Mutationen. Na, ich meine mit Giften, Viren etc. Körper rum experimentieren und verwandeln. Oh, Treibenschwalbe. Da geht schon einiges schief. Fehlt nur noch ein Magier, der damit umzugehen weiß. Genau. Die Zauberer haben ja damit angefangen, damit die Menschen gegen die ganzen Monster bestehen können und Lebensraum kämpfen können.
Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold. Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Gut, dann schaue ich doch da rein. Ja, Tutorials. Promenit. Ein Trank für Triss. Genau. Verteidigung von Kamoren. Ruine aufräumen anscheinend. Charaktere. Entschuldigung. Wiesemir ist der älteste und erfahrenste Hexer, wahrscheinlich älter als Kaer Morhen selbst. Er ist übrigens auch der Ausbilder von Geralt, Lambert, Eskel etc. Mehr oder weniger der ganze Der Satz war mal ein bisschen schier. Der Lehrer und Ausbilder der ganzen Hexe. Zusammen mit ein paar anderen, aber die hat's, naja, bei einem Pogrom erwischt. Er verbringt jeden Winter in der Festung und bricht im Frühling wie alle anderen auf, um durch die Welt zu ziehen. Wiesemir ist trotz seines hohen Alters rüstig und voller Leben. Viele Jüngere könnten ihm seine Gesundheit beneiden. Er ist ein ausgezeichneter Fechter und hat mich im Schwertkampf ausgebildet. Er hat zahlreiche Hexe erzogen, mich eingeschlossen. Seine Schüler behandeln ihn wie einen Ziehvater. Leo war vermutlich der letzte Schüler des alten Hexers. Der Tod des jungen Mannes hat ihn tief erschüttert. Und Wiesemir war halt bei den Pogromen nicht in den Festungen. Die sah aber anders aus vor. Zusammen mit mir und den anderen Hexern kämpfte Triss bei der Verteidigung von Kaer Morhen. Die Zauberin stellte sich dem mysteriösen Magier entgegen, einem der Anführer des Angriffs. Sie wurde verletzt und verlor das Bewusstsein. Ironischerweise ist Triss allergisch gegen Magie und kann nur mit natürlichen Heiltränken wiederhergestellt werden. Das stimmt. Erfährt man auch in den Romanen. Leo ist der jüngste Bewohner von Kaer Morhen. Er ist kein vollwertiger Hexer, denn obwohl er seine Ausbildung abgeschlossen hat, wurde er noch nicht der Mutation erzogen. Leo macht einen unerfahrenen, hitzköpfigen Eindruck, aber er ist gutherzig und freundlich. Es scheint, dass Leo von mir fasziniert ist. Ich wurde sein Idol, als er die Balladen über den Weißen Wolf gehört hatte. Leo wurde vom Professor getötet, einem Rädelsführer des Angriffs auf Kaer Morhen. Der Junge war zu hastig und unerfahren. Ich konnte ihm nicht helfen, obwohl ich direkt neben ihm stand. Die junge Hexer, den ich in Kaer Morhen traf, hat wirklich eine scharfe Zunge. Triss Merigold gegenüber sehr besonders unhöflich. Er spricht sie mit ihrem Nachnamen an. Geheimnisvoller Magier. Der Magier griff Kaer Morhen an, weil er die in der Festung verwahrten Hexergeheimnisse stehlen wollte. Einer der Anführer der Streitmacht, die Kaer Morhen angriff, war ein so mächtiger Hexenmeister, dass nicht einmal Triss Merigold ihm trotzen konnte. Die Organisation, die er anführt, trägt das Symbol eines Salamanders. Der ruhige und vernünftige Hexer aus Kaer Morhen ist mein Gefährt. Ich frage mich, wo er seinen entstellenden Namen stammt. Der Professor, einer der Anführer des Angriffs der Salamander auf Kaer Morhen, war ein Mann, der Professor genannt wird. Offenbar ein listenreicher Mörder. Der andere Anführer war ein Magier. Genau. Worte. Laboratorium. Das berühmte Hexenlaboratorium bildet die bestgehüteten Geheimnisse der Bruderschaft. Mutagene Pflanzen, halluzinogene Pilze. Warum die denn bitte? Natürliche Stimulantien. Aha. Und Zutaten für Tränke. Hier müssen sich die jungen Lehrlinge der unglaublich schmerzhaften Prüfung der Gräser unterziehen, die nur wenige überleben, die dann allerdings mit übermenschlichen Kräften ausgestattet sind. Kaer Morhen ist eine unzugängliche Bergfeste, in der seit Jahrhunderten die Hexerzucht ihr Hauptquartier hat. Der Name leitet sich aus der Elfensprache ab, in der Kaer Amuerin, so wie die Festung vom Alten Meer heißt. Die Burg hat ihre besten Zeiten längst hinter sich, Zinnen und Burggraben sind verfallen, ein kalter Wind weht durch die geräumigen Hallen. Momentan lebt nur eine Handvoll Hexer hier. Aber eins absolvierten viele Knaben die grausame Ausbildung im berüchtigten Höllenloch von Kaer Morhen. Kann man keine? Mhm. Glossar, Medizin.
Seit Jahrhunderten suchen Krankheiten die Menschheit heim, doch als Jahnbecker die Macht seinem Willen unterwarf, erlangten die Menschen eine mächtige Waffe im Kampf gegen Krankheiten. Magier studieren Bakterien und Viren, die Verbreitung von Erregern und Genetik. Ihre Forschungen werden von Medizinern aufgegriffen, die Krankenhäuser errichten und immer wirksamere Medikamente herstellen. Außerdem gibt es magische Tränke, die Wunden und innere Verletzungen heilen können. Viele Anwender der Magie, darunter Martius Odergrin oder Visenna, sind Heiler geworden, ziehen durch die Welt und setzen ihre Magie zum Wohle anderer ein. Hexenmeister, nur wenige Individuen haben das Zeug zum Zauberer und viele mit diesem Potenzial sind zum Wahnsinn verdammt. Wenn die fragliche Person, auch als Quelle bezeichnet, nicht schleunigst erlernt, ihre Macht zu kontrollieren, mag sie oder er als halbverrücktes, zauberndes Orakel enden. Deshalb wurden Schulen für Zauberer eingerichtet, an denen begabte Kinder viele Jahre lernen können, die magischen Fähigkeiten zu meistern. Ihre Macht lässt Zauberer langsamer altern als normale Menschen. Sie können magische Energie aus den vier Elementen extrahieren, sich über weite Strecken befördern und sie können heilen, aber auch im Abenddunkeln töten. Ihr wissenschaftliches und politisches Wissen ist enorm. In Hinsicht auf Letzteres kommen viele Zauberer Staatsoberhäuptern gleich. Sie beraten auch vor allem Staatsoberhäupter. Sehr selbstbewusst übrigens. Aus vier Elementen extrahieren machen sie tatsächlich, aber selten aus Feuer. Weil das man anscheinend nicht so gut kontrollieren kann, wer hätte es gedacht. Alterungsprozess, da haben sie einen speziellen Trank eigentlich. Außer Raune typischerweise. Quellen sind eher spezielle Magiebegabte. Also eine Quelle typischerweise hat keine Kontrolle über ihre Macht. Kann sie auch normalerweise nicht anwenden und nur hier und da wird sie mehr oder weniger zum Medium und zum Gefäß für eine ziemlich gewaltige Kraft, magische Kraft. Dann ist sie um einiges mächtiger als die meisten Zauberer. Ja, deswegen wurden auch Zauberer und Zauberinnen sterilisiert normalerweise, weil jemand, der eben damit nicht von Anfang an umgehen kann, und wahnsinnig wird. Gut, das war der Klosereintrag. Gefährlich. Irgendwie drüber sind? Ich glaube nicht. Gut, dann mache ich den Rest in der nächsten Folge. Für euch nächste Folge, für mich ist es vor langer Zeit eine nächste Folge gewesen. Von daher, ciao, ciao, auf Wiedersehen.